Die winterliche Woche nach Ostern geht bei RTV Kompakt mit diesen Themen zu Ende. Getreten von Spatenstich und anderen Baustellen. Gelesen von Sprüchen aus aller Welt. Und gewesen von einer Fernsehaufzeichnung vor 20 Jahren. Glück auf, hat mal einer gesagt, die ersten 5 Tage nach dem Wochenende sind die schlimmsten. Nach dieser Denkart waren es durch den Feiertag am Ostermontag diesmal nur 4 schlimme Tage. Und die sind jetzt vorüber. Wir gehen ins Wochenende mit diesen Nachrichten für das Erzgebirge. Unter Vollsperrung der B283 wird seit Mitte März zwischen dem Ortsausgang Aue in Richtung Bockau und der Zufahrt zum ehemaligen Kohlehandel ein Kabel verlegt. Danach soll die Asphaltdecke erneuert werden. Bis Ende April sollen die Arbeiten dauern. So lange müssen Autofahrer eine weiträumige Umfahrung in Kauf nehmen. Änderungen im Linienverkehr sind den Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen. Später erfolgt in diesem Bereich an der B283 zwischen Aue und Bockau dann noch der Bau einer Stützmauer. Im Zentrum von Aue soll nächste Woche die B101 auf dem kleinen Abschnitt zwischen der Kreuzung am Hotel Blauer Engel und der Kreuzung von Auerhammer Straße, Goethestraße mit der Schneeberger Straße vollgesperrt werden. Ein Mittelspannungskabel muss verlegt werden. Die offizielle Umleitung erfolgt laut Information der Stadtverwaltung über die B169 Bahnhofsbrücke, Lößnitzer Straße, Dr. Otto Nuschke Straße, das ist die S255, und Becherweg und natürlich auch in rückwärtiger Richtung. Wir bleiben auf der B101. Da gibt es nächste Woche eine weitere Sperrung. Vom 12. bis 16. April wird die Bundesstraße vom Abzweig Heidelbachtal in Richtung Wolkenstraße auf 500 Meter Länge voll gesperrt. Grund der Sperrung sind Baumfällungen. Die Umleitung wird über Scharfenstein, Drehbach, Ehrenfriedersdorf, Wolkenstein zur B101 und in Gegenrichtung ausgewiesen. Wie die Wismut GmbH mitteilt, wurden in Annaberg-Buchholz auf den ehemaligen Betriebsflächen der Schächte Uranus 1 und 2 und der Halde Uranus 3 Rodungsarbeiten durchgeführt. Von 1947 bis 1959 hatte die SAG-STAG Wismut in diesem Gebiet aktiv Bergbau betrieben. Die Objekte befinden sich zentral im Stadtgebiet. Sie grenzen heute teils unmittelbar an Bebauung und Straßen an und werden unter anderem als Gewerbe- und Garagenstandorte genutzt. In der näheren Umgebung befinden sich Wohnhäuser und Kleingärten. Im dritten Quartal 2021 sollen die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen. Von 2015 bis 2017 wurden schon unter Tage die erforderlichen Grubenbauverwahrungen durchgeführt. In Schwarzenberg erfolgte der erste Spatenstich zur Erschließung bzw. zum Bau der neuen Wohnbebauung an der Straße am Hang im Stadtteil Sonnleiter. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit der Stadt Schwarzenberg, der Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft und der Schwarzenberger Firma ImmoArt. Letztere plant als Bauträger am Standort 4 Wohnhäuser mit jeweils 8 Wohneinheiten im Baustil moderner Stadtvillen. In Raschau beginnt der Abriss des Volkshausgebäudes. Ab kommenden Montag wird deswegen die Straße vor dem Haus voll gesperrt. Die wegen der Abbrucharbeiten notwendige Sperrung soll voraussichtlich bis Ende April dauern. Das Objekt im Kreuzungsbereich Hauptstraße Annaberger Straße, das verschwinden soll, steht seit vielen Jahren leer und war dem Verfall überlassen.
Seit dem 1. Januar dieses Jahres bietet die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz die Berufsberatung im Erwerbsleben an. Heiko Wentrock steht als regionaler Ansprechpartner für die individuelle Berufswegplanung von Beschäftigten und Wiedereinsteigern zur Verfügung. Am 15. April gibt er mit seinem Team ohne vorherige Terminvereinbarung Arbeitnehmern aus der Erzgebirgsregion telefonisch Auskunft. Um einen ersten Direktkontakt zum Berufsberater für Erwachsene herzustellen, wird am 15. April eine Hotline für alle Beschäftigten geschaltet. Dabei geht es um erste Schritte einer individuellen Berufswegplanung. Wird es in dem Erstkontakt konkreter, so können weitere umfangreiche und individuelle Beratungsgespräche persönlich, telefonisch oder per Videokommunikation vereinbart werden. Wer am 15. April nicht direkt mit der Berufsberatung im Erwerbsleben Kontakt aufnehmen kann, dem steht Heiko Wentrock unter den eingeblendeten Kontaktdaten zur Verfügung. Im Sommer 2019 wurde die Montanregion Erzgebirge Krosno-Hory auf die Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Seit Oktober 2020 werden an über 100 Standorten in der Welterberegion große und kleine Schilder mit ausführlichen Beschreibungen zum jeweiligen Objekt aufgestellt. Große Informationstafeln stellen an ausgewählten Plätzen die Besonderheiten des Welterbeobjekts, Fotos und eine Übersichtskarte dar. Kleinere Informationstafeln im Format DIN A3 enthalten alle wichtigen Informationen zum Objekt und historische oder aktuelle Fotos. Neben der deutschen Information ist der Text jeweils ebenso auf Tschechisch und Englisch lesbar. Interessierte Einheimische und Gäste erhalten so einen Überblick, warum gerade diese Region oder jenes Gebäudeensemble zur Welterbe-Nominierung zählt. In Aue-Bad Schlema sind am Donnerstag 10 Luftreiniger für die Schulen der Stadt geliefert worden. Zunächst werden diese von einem Elektriker geprüft und inventarisiert. Danach können sie an die Schulen ausgegeben werden. Vorab hatte die Oberschule Aue-Zelle bereits ein Gerät im Schulbetrieb getestet. Die Geräte erhalten die Grundschulen und die Oberschule in Aue. Dass die Bad Schlemaer Schillerschule mit Grund- und privater Oberschule vorerst keine erhält, wird von der Stadtverwaltung mit einer dort vorhandenen zentralen Belüftungsanlage begründet. Die könne die Unterrichtsräume ausreichend mit Frischluft versorgen und dabei die verbrauchte Luft absaugen. Der CVJM Lichtblick zeichnet gemeinsam mit dem Mittelerzgebirgsfernsehen regelmäßig Fernsehgottesdienste auf, um vor allem im Lockdown den Menschen einen Gottesdienst anbieten zu können. Am Sonntag, dem 11. April, meldet sich in dieser Reihe Pfarrerin Claudia Mattes aus Zschopau. Die Sendezeiten bei ErzTV sind 10 Uhr und 18.30 Uhr. Für die Produktion der Fernsehgottesdienste wird von den Initiatoren um eine Spende gebeten. Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht im Buch Jesaja im Kapitel 40. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Die erzgebirgischen Schnitzertage in Annaberg-Buchholz, deren Termin bereits auf den 17. und 18. April verlegt worden war, müssen letztlich aufgrund der vorgeschriebenen Rahmenbedingungen der sächsischen Corona-Schutzverordnung abgesagt werden. Eine erneute Terminverschiebung im Jahr 2021 wird nicht angestrebt. Schnitzfreunde, die sich am ausgelobten Schnitzwettbewerb 2021 unter dem Motto »Mit der Kraft aus Feuer und Wasser« beteiligen wollen, können das weiterhin tun. Alle Wettbewerbsbedingungen sind dazu unter www.annaberg-buchholz.de/schnitzertage zu finden. Die Prämierung ist für den 5. und 6. März 2022 zum neuen Termin der Veranstaltung vorgesehen. Frankenberg wird im Jahr 2022 den Tag der Sachsen ausrichten. Das Kuratorium für Sachsens größtes Vereins- und Verbandsfest hat am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung der Stadt den Zuschlag erteilt.
Die Stadt Frankenberg verfüge laut Bürgermeister Thomas Firmenich über viel Erfahrung bei der Vorbereitung von Großveranstaltungen, wie sie zuletzt bei der 8. Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2019 erfolgreich unter Beweis gestellt habe. Ein bereits eingespieltes Organisationsteam, die verkehrsgünstige Lage und auch die gute Zusammenarbeit mit der örtlichen Bundeswehrkaserne seien entscheidende Vorteile bei der Organisation des Festes. Der Tag der Sachsen findet in Frankenberg vom 9. bis 11. September 2022 statt und damit ausnahmsweise am 2. Septemberwochenende. Damit verbleibt den Organisatoren nächstes Jahr etwas mehr Zeit für die Festvorbereitung nach den Sommerferien, die erst am 26. August 2022 enden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sowohl der in 2020 geplante Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema als auch das im Jahr 2021 in Freital geplante Fest auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Sprüche aus aller Welt. Der Mensch schafft Reichtum, aber nicht der Reichtum den Menschen. Aus Vietnam. Vertraue niemand außer Gott und dir ein bisschen. Aus Galizien. Kommen wir zu unserer Miniserie in der nach Ostern kürzeren Arbeitswoche. Da blicken wir 20 Jahre zurück. Was war im April 2001 im Erzgebirge los? Noch einmal gibt es von uns eine kleine Erinnerung an die Zeit und an eine liebgewonnene Sendung aus der Region. Wie sieht's aus? Das dauert noch ein bisschen vom Ton. Der MDR hat im April 2001 im Gebiet um die Greifensteine gedreht. Die Kameras wurden für eine Folge aus der Sendereihe »So klingt's bei uns im Erzgebirg« aufgebaut. Die aus Thalheim stammende Moderatorin Marianne Martin stellte vor 20 Jahren unter anderem die Zinngrube Ehrenfriedersdorf, die Binge in Geier, die Krokuswiesen Drehbach sowie einen Geigenbauer und eine Brauerei in Ehrenfriedersdorf vor. Eine Sendung im Sommer 2001 aus der Reihe »So klingt's bei uns im Erzgebirg« mit Marianne Martin beschäftigte sich dann mit Anton Günther. Grund war damals der 125. Geburtstag des Heimatdichters, auf den man im Jahr 2001 blickte. Anton Günther ist bekanntlich am 5. Juni 1876 in Gottesgab zur Welt gekommen. Gleich im Anschluss werden wir uns auch mit Erzgebirgischem beschäftigen, das gerade im Wasserschloss Klaffenbach zu sehen ist, mit vergessenen Gerichten und mit den Steuern. Wenn Sie wollen, bleiben Sie dran. Ansonsten Ihnen ein schönes Wochenende. Die nächsten aktuellen Nachrichten ab Montagabend hier im Programm und jederzeit auf erztv.de bzw. auch in unseren Social-Media-Kanälen. Alles Gute und Glück auf! Früher kannte jeder jemanden, der Kinderlähmung hatte. Damals sind die Menschen an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden. Und jetzt Corona. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Informationen erhalten Sie telefonisch über die 116117 und unter corona-schutzimpfung.de. Thank you.
Noch einmal ein freundliches Hallo, Glück auf zu weiteren Berichten und Reportagen aus dem Erzgebirge. Gleich bei uns Gerichte, die vielleicht schon längst vergessen sind. Erbgerichte nennen wir das. Und ich treffe mich mit unseren Steuerexperten als kleinen Service für Sie, falls Sie ein bisschen Hilfe oder Anregung in diesem Bereich brauchen. Zu Beginn aber freuen wir uns, dass wir wieder in Zoos, botanische Gärten und Museen dürfen. In Annaberg-Buchholz sind ja unter anderem der Frohnauer Hammer und die Manufaktur der Träume wieder offen, in Aue der Tierpark und noch einiges mehr. Wer am Wochenende oder in der Freizeit erleben möchte, wie die erzgebirgische Handwerkskunst woanders gesehen wird, der sollte das Wasserschloss Klaffenbach mal in Betracht ziehen. Mit Herz, Hand und Verstand zeigt, wie durch Ideen und Visionen tagtäglich nachhaltige Produkte geschaffen werden und dabei eindrucksvoll Zeugnis der Kreativität und Qualität von Produkten made in Germany ablegen. Aber man muss sich wie überall vorher anmelden. Das geht aber meist auch sehr kurzfristig noch, entweder telefonisch oder übers Internet auf www.wasserschloss-klaffenbach.de unter den Ausstellungsinformationen. Und jetzt machen wir Ihnen etwas Appetit darauf. Hallo und herzlich willkommen im Wasserschloss Klaffenbach. Ich lade Sie ein zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung mit Herz, Hand und Verstand, nachhaltiges Handwerk und dessen Macher. Ideengeberin und Kuratorin der Ausstellung ist Kati Hallamer. Ich berate seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen und Manufakturen. Das Handwerk liegt mir seit jeher sehr am Herzen. In der Ausstellung präsentiere ich 7 Manufakturen, deren Produkte und das Handwerk. Eine besondere Idee der Ausstellung war es, die Menschen hinter den Unternehmen vorzustellen. In der Ausstellung hören Sie dazu persönliche Interviews. Der Titel der Ausstellung ist nicht nur ein klingender Name, er beschreibt, wie die Aussteller ihr Tagwerk verrichten. Mit Herz, Hand und Verstand. Der Handzuginstrumentenbau ist ein fast schon verloren geglaubtes Handwerk. In ein Bandonium steckt Robert Weischläger beispielsweise rund 180 bis 220 Arbeitsstunden. Kenntnisse aus zahlreichen anderen Gewerken und Fertigkeiten sind notwendig. Inzwischen spielen auch seine Kinder Bandonium, wobei er sie nie dazu überreden musste. Rico Wappler fertigt feine, maßgenaue Lederhandschuhe. Ein weiteres Tätigkeitsfeld liegt im Bereich orthopädischer Handschuhe sowie beheizbarer Handschuhe. Als erfahrener Spezialist kann er auch aus Händen lesen. Aus seinen eigenen liest er: Ja, die müssen relativ viel arbeiten und ich denke mal, Sie könnten immer etwas mehr Pflege noch benötigen. Manuel Bär ist gelernter Schuhtechniker und Orthopädie-Schuhtechniker. Er ist der einzige deutschlandweit, der maßgefertigte Radschuhe fertigt. Und die eignen sich auch fürs Business. Diese Couture-Kleider sind in feinster handwerklicher Qualität verarbeitet. Feine Stoffe, Seiden und Stickereien. Andreas Trommler liebgewordener Spruch lautet: Wer des Schneiders Kunst nicht ehrt, ist des kunstvollen Kleides nicht wert. Er selbst kauft sich selten Kleidung, aber wenn, dann passt sie maßgenau. Hallo Heike Schönfeld. Sie sind für mich eine besondere Macherin. Sie beherrschen die Webtechnologie, sind Textildesignerin und Innenarchitektin. Und Sie fertigen aber für große Bühnen dieser Welt Bühnenausstattungen und Dekorationen. Was war für Sie die besondere Herausforderung? Besondere Herausforderung war die Inszenierung Eugen Onegin. Und die Herausforderung war die Menge in einer sehr kurzen Zeit. Also es waren über 300 Quadratmeter und das ist eine Wiese mit Flurhöhen zwischen 18 und 40 Zentimeter. Und auf diesen Rasen, der eben auch sehr strapaziert wird, es regnet, es ist eine Drehbühne und außerdem rennen die ganze Zeit 40 Chorsänger da drauf rum. Und das war schon eine sehr große Herausforderung. Wir sitzen hier gerade auf Requisiten eines Bühnenbilds. Was ist das für ein Material? Das ist Sisal und das sind Strohballen für verschiedene Inszenierungen. Wenn einer eine Reise tut,
Patrick und Peggy Walter fanden die Inspiration ihrer Schokoladenmanufaktur Choco de Sol auf einer Weltreise. In Belize entdecken sie ihre Faszination für die Kakaofrüchte. Patrick Walter lernte das Handwerk eines Schokoladiers und fertigte handgemachte Schokolade aus nachhaltig angebauten Rohstoffen. Die Kösner Spielzeugmanufaktur fertigt mit viel Liebe zum Detail naturgetreue, blüschige Zeitgenossen. Aus bis zu 110 Einzelteilen besteht ein Plüschtier. Dr. Schache übergab schon vor einigen Jahren das Unternehmen an seine Tochter. Ich nenne mich heute der liebende, mitarbeitende Vater. Und gut, wenn man wie ich in einer Fleischerei mit 4 Generationen unter einem Dach groß geworden ist, geht das. Und wir wohnen auch übrigens jetzt noch alle zusammen. Es ist mehr denn je wichtig, gutes Handwerk zu bewahren. Dinge, die mit Liebe und Sorgfalt hergestellt sind. Ich möchte mit der Ausstellung auf Handwerk sensibilisieren. Ein Stück Identität und Kultur bewahren. Gerne möchte ich den Nachwuchs für gutes Handwerk begeistern. Die Ausstellung ist noch bis zum 4. Juli 2021 hier im Wasserschloss Klaffenbach zu sehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ein toller Ausflugstipp. Erbgericht bzw. Patrimonialgericht, manchmal auch Lehngericht oder Erblehngericht, hieß im Mittelalter und in der früheren Neuzeit der Sitz des Erbrichters. Das war das Mitglied der dörflichen Gemeinde, das dem Dorfgericht vorstand und dieses Amt an seine Nachkommen weitergeben konnte, also quasi vererben konnte, ohne dass zum Beispiel die Grundherren Einfluss auf die Besetzung der Stelle nehmen konnten. Heute undenkbar. Erbgerichte sind aber auch Gerichte im Sinne von Essen und Trinken, die wir von unseren Altvorderen übermittelt bekommen haben. Weil aber heute mit den Fertigtüten und Fertiggerichten viel weniger selbst gekocht wird, gerät vieles in Vergessenheit. Wir sagen hier bei uns immer, Tütensuppen vom VEB Fettchemie oder BASF hat wieder gekocht. Der unvergessene Professor Gotthard B. Schicker hat über das, was uns unsere Vorfahren überliefert haben, ein Buch geschrieben und führt auch durch die Fernsehfolgen der gleichnamigen Reihe. Heute besuchen wir den Trakehnerhof. Und das Buch, das erhalten Sie in einer Neuauflage, unter anderem in der Annaberger Touristinfo, auch zum Versand. Schön. Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Sendereihe Erbgerichte aus dem Trakehnerhof in Großwaltersdorf, aus der Stülpner Ecke des Trakehnerhofes. Erbgerichte deshalb, weil wir Gerichte, die wir aus unserem Erbe, unserer Großväter, unserer Großmütter, aus den Küchen des Erzgebirges, Gerichte, die längst vergessen, die verschollen sind, wiederbeleben wollen. Und hier im Trakehnerhof ist das schon gute Tradition, dass man sich der erzgebirgischen Küche wieder zuwendet und sie aber auch in moderner Form auf die Tische bringt. Ich habe mich dazu verabredet mit einem quasi Drei-Mädel-Haus. Einmal Oma Inge, die gute Seele der Küche, die schon seit vielen Jahren hier zuständig ist für, ich weiß nur, hervorragende Marmeladen, Kuchen. Aber es geht noch weiter, es ist auch Bratengerichte, Klöße, also alles, was in die erzgebirgische Küche gehört. Mutter Martina in der Mitte, die mehr für die Geschäfte zuständig ist. Es ist ja schließlich ein großes Hotel hier dran. Es sind Gäste zu bewirten und es sind viele Gäste bei euch. Ich habe es heute früh gesehen. Und wir haben Steffi, auch von der Familie Kerper, die Chefköchin ist. Hier im Haus, aber sie ist noch mehr, sie ist auch eine Olympiasiegerin. Nur nicht irgendeiner Sportart, sondern in der Küche. Aber das hat sie nicht allein, sondern sie hat den Titel gemeinsam mit Martin Deutschmann errungen. Und wann war das, Steffi? Das war 2008 in Erfurt zur Olympiade.
Internationale Olympiade. Nationalmannschaft. Was musstet ihr da kochen? Was war da so? Wir hatten drei große Themengebiete. Einmal die kalte Ausstellung, einmal ein einfaches Tellergericht für 120 Leute und dann musste man noch ein Viergangmenü aus der Wildente kochen. Martin, was war da, kam auf den Tisch? Wo hast du mit die Leute begeistert, die Jury? In der Vorspeise haben wir einen Mousse gemacht mit einem Birnenragout. Dann die klassische Wildkraftbrühe von der Wildente mit Einlage. Und im Hauptgang ein pochiertes Röllchen im Pumpernickel-Spinatmantel. Also nicht typisch erzgebirgisches, wie ich gerade gehört Nein. habe. Aber das wollen wir heute machen. Und was haben wir uns vorgenommen, Steffi? Was gibt's als Vorspeise quasi? Ja, also wir haben ein Dreigangmenü vorbereitet und als Vorspeise haben wir die Nein-Kreidersuppe mit Gänseblümchen. Im Hauptgang hat die Oma den Mufflonbraten im Heu vorbereitet mit dreierlei Rübengemüse und böhmischen Knödeln. Ja. Und im Dessert haben wir das. Das verraten wir noch nicht. Das zeigen wir dann. Das bringen wir dann. Die Mufflons, wo kommen die her? Habt ihr die hier aus der Gegend? Die kommen hier bei uns aus dem Erzgebirge. Gibt es erst wieder. Früher gab es sie schon. Jetzt eine ganze Zeit waren sie weg. Und jetzt. Das ist das alte Wildschaf, will ich dazu sagen. Genau. Was hier im Erzgebirge aufgewachsen ist. Genau wie die Ziegen. Das war ja früher alles hier angesiedelt. Und das wollen wir also heute mit Heu herrichten. Und dazu gibt es von der Oma böhmische Knödel, die sie, wie ihr sehen werdet, mit einem Faden schneidet. Ganz korrekt. Aber bevor wir in die Küche gehen, wollen wir uns noch ganz gern mal ein bisschen im Dorf umschauen, wo wir eigentlich sind. Der Waldhufenort Großwaldersdorf ist über 630 Jahre alt. 1378 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. Es lag einst an der alten Poststraße, die von Freiberg nach Annaberg führte. Im 18. Jahrhundert wurde bei Großwaldersdorf im Bergwerk Grüne Tanne Schmirgel abgebaut. Ein Schleifmittel aus einem feinkörnigen Gesteinsgemenge, das sonst vor allem auf der griechischen Insel Naxos vorkommt. Deshalb hatte Johann Melchior Dillinger, der Hofgoldschmied August des Starken, hier auch Grubenanteile. Im 19. Jahrhundert gab es in Großwaldersdorf neben der Kirche und der Schule noch zwei Mühlen, einen Schlachthof, einen Bäcker und das Erbgericht, das 1837 neben zahlreichen weiteren Gebäuden den Flammen zum Opfer fiel. Mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz kam auch vorübergehend etwas Industrie in den Ort, der aber bis heute stark landwirtschaftlich geprägt blieb. Die Pferdezucht, insbesondere von Drakehnerpferden, und der Reitsport haben hier eine über 100-jährige Tradition. Seit 1994 gibt es das typisch erzgebirgische Landgasthaus Drakehnerhof. Mit seinen rustikalen Hotelzimmern und den vielen gastronomischen Plätzen im Haus und davor. Ich bin mit Steffi jetzt rausgegangen in den Kräutergarten vom Drakehnerhof. Steffi, muss ich dazu sagen, ist Kräuterprinzessin. Kräuterkönigin. Kräuterkönigin, Entschuldigung. Und wir haben uns an der Kräuterspirale getroffen. Steffi, Kräuterspirale, was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Wie ist sie entstanden? Ja, entstanden, mein Mann hat mir vor 4 Jahren, weil ich mir ein Kräuterbeet gewünscht habe, eine Spirale gebaut. Und die hatte dann so viele Kräuter, dass einfach kein Platz mehr drin war. Und es hieß, es muss eine größere ran. Und da ist in den letzten 2 Jahren dieses Prachtstück entstanden, wo jetzt alle Kräuter reingewandert sind. Wir haben uns für 5 Themenspiralen entschieden. Ja. Wir stehen hier an der Ausgrabungsspirale. Ausgrabungsspirale, was bedeutet das? Alle Kräuter kommen im Winter raus, aber nicht, weil sie in die Winterhart oder einjährig sind, sondern weil wir über den Winter ja auch frische Kräuter brauchen. Ah, deswegen graben wir die aus. Dann haben wir die Wildkräuterspirale.
die normale Küchenkräuterspirale, eine Blütenspirale, wo ausschließlich Blüten geerntet werden, mhm, und eine mediterrane Spirale. Ah ja, und für unsere neuen Kräutersuppe hast du hier schon was gezupft, gerupft. Was haben wir da? Was kommt rein in die neuen Kräutersuppe? Genau, es variiert ja je nach Jahreszeit, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Und jetzt haben wir hier den kleinen Wiesenknopf, die Pimpinelle schon mal, ja, geerntet. Dann haben wir den Salbei. Mhm. Hier haben wir noch ein bisschen Estragon, die Pfefferminze. Und als Basis den Sauerampfer, damit es die schöne grüne Farbe bekommt. Prima. Also nehmen wir das und gehen rein in die Küche. Hm? So, wir haben uns also jetzt in der Küche getroffen. Und die Steffi schneidet uns jetzt die Kräuter, die in die Suppe gehören. Martin macht dazu, ja, ich weiß, wir sagen hier im Erzgebirge einbrennen. Wie sagt ihr dazu? Eine Mehlschwitze. Eine Mehlschwitze macht er jetzt. Das heißt also, er schwitzt Zwiebeln drin an, ja? Genau. Was hast du genommen? Gute Butter? Gute Butter, ja. Dann? Dann werden jetzt die Zwiebeln schön fein geschnitten und drin angeschwitzt. Ja. Ja, ganz leicht mit Farbe. Ja. Und dann wird mit Mehl abgebrennt. Das wäre dann das Einbrennen. Einbrennen. So, und dann kommt eine Brühe rein. Welche Brühe nehmt ihr? Was nehmt ihr als Grundlage für die Suppe? Geflügelbrühe. Geflügelbrühe. Man kann aber auch Gemüsebrühe nehmen, ja, genau, wer so das es möchte. Rinderkraftbrühe ist nicht so geeignet, weil die das so intensiv ist. Ist zu kräftig. Ja. Genau so, ist es. So, Steffi, du schneidest jetzt welche Kräuter? Was hast du jetzt hier genommen? Also wir haben jetzt den Sauerampfer, ja, die Pimpinelle, den Estragon, den Salbei, etwas Minze, ein ganz klein wenig Löwenzahn, ja, machen wir immer noch mit rein. Okay, nicht zu viel Löwenzahn, das ist wichtig. Wegen dem Bitterstoffen, bitter. Genau. Auch bei der Pfefferminze zurückhaltend sein, das ist klar. Aber was sehr schön ist, man kann nämlich diese Kräuter auch einfrieren. Ja, sie hat hier vorne, genau, diese... Hier. Erstes Mal bleiben sie auch über den Winter. Man kann also diese, wir sagen ja nein, Kräutersuppe, die hieß ja früher Gründonnerstagsuppe, weil sie am Gründonnerstag hergestellt wurde. Aber im Erzgebirge ist ja Gründonnerstag meistens noch Schnee. So, aber später hat man die gepflückt, die Kräuter, hat sie eingefroren, sodass man also auch im Winter diese Suppe herstellen kann. Ja? So, was machst du jetzt? Noch ein bisschen mehr, wollen das ja alle satt werden. Das. Genau. Es ist bald angeschwitzt. Ja. So, dazu kommt dann, wenn die Suppe fertig ist, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Eigentlich weiter nichts. Nee. Nur, ja, Salz und Pfeffer. Denn die Kräuter selbst, und es müssen 9 sein, das ist ganz wichtig, vergesst das nie. Denn der Mythos sagt ja, also 9 Kräuter unbedingt. Wir haben es ja sowieso im Erzgebirge mit der Zahl 9 zu tun. Also wir haben die 9. Nessel, die bei Schwarzmund gepflückt werden soll. Wir haben die 9er Probe von Adam Ries. Wir haben es 9er Lahe zu Weihnachten. Und wir haben natürlich hier auch die 9 Kräutersuppe. Es sind ja auch Heilkräuter dabei. Ja? So, wenn du dann soweit bist, ja, es geht gleich los. Kommt die, kann man das Mehl dazu machen, das und dann Mehl dazu. Ganz kurz. Das gucken wir uns noch an. Ja, das duftet schon. Das duftet also von beiden Seiten, ja. Und sie hat, das will ich mal hier vielleicht in die Kamera zeigen, darf ich mal rüberfassen, wunderbare Blümchen gepflückt. Ja, da ist also Kapuzinerkresse dabei. Das sind die obligatorischen Ahnblümle. Gänseblümchen. Die Gänseblümchen dabei. Die Gänseblümchen. Ja, die also dann zum Schluss, wenn die grüne Suppe auf den Tisch kommt, natürlich leuchtend oben aufschwimmen. Das macht die Suppe also vollkommen. So. So, das Mehl dazu. Genau, jetzt können wir das Mehl reingeben. Zwiebeln fangen leicht an zu bräunen. Ja. Da haben wir. So. Und wenn das Mehl jetzt, genau, eingebrannt jetzt ist, einmal ein Einbrenn geworden ist, schüttet ihr die Brühe dazu. Genau, ja, wichtig hierbei, eins von beiden muss kalt sein. Ja, wir haben also jetzt die kalte Brühe. Genau, weil die Mehlschütze warm ist. Ansonsten, wenn es umgedreht wäre, also wenn beides heiß wäre, würden Klumpen entstehen. So, ah, verhindert ja man die Mehlbatzen. Ah ja. So. Erstmal auch nur einen Schluck, damit sich die Einbrenner jetzt erstmal ein damit bisschen sich auflöst. Das auch richtig vermischt. Genau, so ist es. Und wenn das dann wieder etwas angedickt ist, dann kippen wir den Rest dazu. Würzen das schön ab mit Salz und Pfeffer. Das habt ihr hier. Genau. Dann Salz. Ist noch wichtig, das Ganze ein bisschen auskochen zu lassen. Pfeffer.
damit sich der Mehlgeschmack verliert. Erzgebirgisches Bergsalz, wie ich sehe hier. Genau. So. Hast du schon Salz dran? Ja. Prima. So, und jetzt kommen die frischen Kräuter rein. Genau. Erstmal noch kurz auskochen lassen. Erstmal noch kurz, dass es zumindest einmal aufgekocht hat. Gut. Weil ansonsten werden uns die Kräuter gleich grau. Die werden grau, das ist wichtig. Deswegen tun wir die fein hacken und schon in die Brühe, dass die Brühe schon den Geschmack annimmt von den Kräutern, dass es dann nicht so lange kochen muss. Und dass es schön grün bleibt. Ich meine, es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ich habe das auch schon in Gasthöfen erlebt, dass sie dann etwas grau geworden ist, aber der Geschmack ist nach wie vor der große da. Klasse. Ja, und es lohnt sich wirklich, diese Suppe nachzukochen. Das ja, ich kann das nur unseren Zuschauern empfehlen. Und wir sagen ja immer, es gibt sogenannte graue Kräuter, also sowas wie Estragon zum Beispiel, die werden, sobald sie heiß sind, grundsätzlich grau, egal ja. ob man sie lange ja. kocht oder kurz kocht. Ja. Also das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Der Geschmack ist wichtig und soll es zu grau werden, dann haben wir ja Farben durch die Blumen. Genau, so ist dieses herrliche Gelb, ja, oder die Gänseblümchen. Übrigens, die Gänseblümchen kann man auch getrocknet auf die Suppe geben. Also man kann die im Frühjahr pflücken, kann die trocknen. Und das Schöne ist, wenn die Gänseblümchen geschlossen sind und auf die heiße Suppe kommen, gehen sie wieder auf. Und entfalten das Aroma. Und entfalten das Aroma. Die sind ja sehr gesund. Gänseblümchen haben ja hohen Vitamin C-Gehalt. Ja? Das wissen die wenigsten, dass die Gänseblümchen mehr Vitamin C haben als eine Zitrone. Und noch andere Vitamine und Spurenelemente. Ja? Aber wir machen ja keine Medizinsendung, sondern eine Kochsendung. Obwohl, ja? Das ist so, ganz rein jetzt mit dem aber Zeug. Genau, das gehört ja eng zusammen. Natürlich, natürlich. So, das sind also jetzt die frischen Kräuter. Genau. Und jetzt kommen aber noch genau. von den eingefrorenen Kräutern. Diese raffinierten, würde ich sagen, was ihr hier in der Küche bei euch entwickelt habt, sie einzufrieren, um sie dann also auch in der kühlen Jahreszeit oder gar im Winter weiter zu verwenden. Grün auf den Tisch zu bringen. Genau. Ja? Machst du das rein? Im Frühjahr weiß man nicht, wohin damit. Da hat man alles im Überfluss und im ja. Winter. Genau. Ganz kurz. So, mach ruhig rein. So. Also ich sehe schon die grüne Farbe, Sie werden sie gleich sehen. Wir werden die jetzt in die Teller füllen. Er hat eine Kelle geholt am Martin und Kannst Steffi. Du stellst am besten hier aufs Holzbrett rein. Machen wir es von hier aus, ja. So. Habt ihr probiert, habt ihr gekostet vorher? Ja. Gut, also ist in Ordnung, ja? Ja, sie schmeckt sehr gut. Hat so. Eine sehr schöne Konsistenz, ist grün. Ja. Was wollen wir mehr? So. Darf ich die Blümchen oben aufgeben? Bitte. Schaut euch das mal an. Ist das nicht eine Augenweide? Diese kleinen Blumen noch oben drauf. Alles essbar? Alles essbar. Keine Sorge. So, damit hätten wir die neuen Kräuter oder Gründonnerstagssuppe. Oma Inge, mit ihr habe ich mich hier in der Küche verabredet. Es geht ja? jetzt um das Hauptgericht von unserem Menü. Das ist das Mouflon in Heu. Ihr habt das vorher eingelegt. In ja. was habt ihr denn das eingelegt? In Rotwein. Und wichtig ist natürlich erstmal das Heu. Ja. Das Heu ist, das ist Wiesenheu aus unseren Wiesen. Ja. Vom Reiterhof unten, die haben ja Wiesen. Ja. Und dann mache ich Wurzelgemüse, Zwiebel, Möhre, Sellerie. Und wichtig ist, dass wir Wacholder, ja. Lorbeer und dass man das ganz klar trägt ja. und dass das mit reinkommt. Also als Wildgericht als natürlich. Als Wildgericht. Okay. Und niemals Salz beim Einmischen. Nein, das wird Salz sonst wird's hart, ne, ja, das Fleisch. Das und, ja. So, zum ja. Heu will ich noch sagen, Oma Inge hat schon gesagt, es ist Heu von hier. Unsere Wiesen schmecken nämlich anders als die in Tirol ja. oder in Bayern. Und jede Wiese schmeckt übrigens ja. anders, das wisst ihr. Ja, also gutes Heu aus unserer Region,
schmeckt nach unserer Region. Ja, ich will noch dazu sagen, für Allergiker, die manchmal Bedenken haben und sagen, oh, Heu, das kann ich nicht. Nee, das wird eingelegt, das wird heiß gemacht, das wird über 100 Grad erhitzt. Also da kann eigentlich nichts passieren. Nee. Ja, und wenn ihr es einlegt, das wird feucht gemacht. Und jetzt sind wir beim nächsten Gang, also nicht nächsten Gang, sondern der Prozess wird fortgesetzt. Ihr schiebt das jetzt in den Ofen. Wenn es, wie viele Tage liegt es denn drin? Ja, man kann das, oder Stunden? Also umso länger, umso besser. Ja. Also es kann so 3 Tage ist die Regel. Also, erstens mal wird das Fleisch mürber. Ja. Und dann, wenn man es rausnimmt, schön abtropfen, dass es nicht mehr nass ist. Und dann tue ich das mit Wildgewürz, Salz und Senf einreiben. Und dann kommt es in heißes Fett. Wird es angebraten. Und, angebraten. Ja. Und Speck nicht vergessen. Ja, gut, nicht dann, zu viel, damit der Speck nicht vorschmeckt. Das ist, dann darf man nicht vorschmecken, aber den kennt sie. Und drauflegen oder eben so. Ja. So, dann kommt es in den Ofen. Und wie lange habt ihr... Naja, kommt drauf an auf dem Alter. Also unter zwei Stunden, ne. Ja. Also 2 Stunden braucht's. Kennt ihr das in Berlin auch, das Gerücht? Er kommt nämlich aus Berlin. mit Heu nicht direkt, nein. Mit Heu nicht. Also, darf ich noch einmal einwenden, das Heu muss mitgebraten werden. Ja, das ist das klar. Das ist wichtig. Das ist also, so, gut. Also dann würde ich sagen, schieben wir das schöne Stück in den Ofen und dann hinterher kosten wir's. Und dann kosten wir's. Gut. Hitler. Wir haben also das gute Stück jetzt aus dem Ofen rausgeholt. Das liegt vor uns. Liebe Oma Inge, würden Sie es mal anschneiden? Ja, lass mal. Lass mal gucken, wie es geworden ist, wie es innen ausschaut. Ja. Vielleicht einmal durch, ja. So. So, also... Das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. So, können wir eine Scheibe mal abschneiden, ja, dass wir die dann probieren können? So, jawohl. So, Steffi hat schon einen Teller hier. Ja. Reicht eine Scheibe, tun wir mal drauf. Und du hast Wurzelgemüse gemacht. Was ist genau, das? Genau, Rübengemüse. Rotes Rübengemüse. Rotes Rübengemüse. Rotes. Mit rote Beete und gelber Rübe. Und ist da noch irgendwie. Und noch mal eine Mehlschwitze, also eine leichte. Ja. Einbrenner. Ja, sag ruhig Mehlschwitze. Gibst du mir bitte die Soße? So, ein bisschen Soße dazu. Also Wildform natürlich, würde man da sagen. Und da, ja. Die Wildsoße ist jetzt der Bratensud vom, vom Einlegen. So, und dann haben wir hier natürlich böhmische Knödel dazu. So, und die böhmischen Knödel zeigt uns jetzt mal Oma Inge, dass man die eben nicht mit dem Messer schneidet, wie das sonst üblich ist. Warum? Weil die Schnittfläche rau bleiben soll. Rau deshalb, damit die gute Soße, die wir hier auf dem Teller haben, auch aufgesaugt werden kann. Ja, das so. Ist ganz wichtig. Und das zu schneiden, sie macht das also jetzt ganz korrekt hier, macht man mit dem Faden, den man kreuzweise drüber hält und abschneidet. So, und 2 Stück davon, man kann sie noch ein bisschen schmaler schneiden, aber wir haben ja hier Leute, die hungrig sind, da können wir das so drauflegen. So, und damit wäre eigentlich... unser Heu-Mufflon kreiert. Ja. Fertig zum Verkosten. Dankeschön. Guten Appetit. Wieder in der Stöbner-Ecke haben wir also die Gerichte jetzt. Ich sag's noch mal, was wir hier gekocht haben. Das ist also das Mufflon aus, oder Mufflon, wie ihr hier sagt, aus der Muffel, jawohl, aus dem Erzgebirge. Wir haben, was ist da, die rote Beete-Salat, ist das dabei? Ja, rote Rübengemüse, es rote ist gelbe Rübengemüse. Und rote Rübe. Und Oma Inge hat uns die böhmischen Knödel gemacht, mit dem Faden geschnitten. Das ist hier mit einer wunderbaren Soße dabei. Und hier haben wir vorher schon die Nein-Kreidersuppe oder Gründonnerstagsuppe. Ich habe es ja in der Küche euch erklärt, wie man die zubereitet. Was ihr natürlich vergessen habt, sind wieder die Blümchen oben drauf. Ich mache das jetzt. Schaut mal an und schon sieht die Suppe ganz anders, ganz edel aus. So, und jetzt haben wir aber noch eine Überraschung. Es fehlt ja noch beim Menü, fehlt ja der dritte Gang. Und da würde ich jetzt mal bitten, dass Martin Deutschmann uns diese Überraschung bringt. Das so. Ist also ein Käseteller. Genau, ein dreierlei Käse. Auf Erzgebirgisch bitte. Erzgebirgisches Dreierla haben wir das genannt, ja. Weil es ist ja so, wenn wir heute auf unsere Speisenkarten gucken, nicht im Darkenerhof, aber auf verschiedenen anderen,
dann ist der Nachtisch doch sehr einseitig. Meistens Eis, Eis, Eis. Die schönen böhmischen Mehlspeisen fehlen, aber auch die Käseteller sind rar geworden. Und deshalb haben wir gesagt, schauen wir mal nach, was unsere Altvorderen an Erbgerichten uns hinterlassen haben. Und schaue da, es gibt in Abertham, also Abertami, Stück hinter der Grenze, diesen Abertamer Käse, von dem schon der alte Lehmann, Christian Lehmann, der Chronist des Erzgebirges, 1699 drüber geschrieben hat. Also ein Ziegenkäse. Ja, denn Ziegen waren in Abertham gang und gäbe. Es ist ja auch die Kuh des Bergmanns, wie man im Erzgebirge sagt. Das Ziegenleder wurde schon zur Handschuhfabrik dort, für die Handschuhfabrik gebraucht. Dann haben wir den Schiebäcker. Das ist der hier, ja, wenn ich das richtig sehe. Wie habt ihr den gemacht, den Schiebäcker? Das ist, der ist mit Bier, Zwiebeln, Knoblauch und Harzer Roller. Ist eigentlich ein Kochkäse. Genau, der ist gekocht. Ein Kochkäse. Der hat gut eine halbe Stunde gekocht und ist dann in Gläsern eingeweckt. Und warum heißt der Schiebäcker? Mit 2 B übrigens geschrieben und EE. Ja, weil die alten Herrschaften den auf dem Schiebbock, das ist der einrädrige Karren, haben den geschoben und dort von gleich dort runter verkauft. Und die Herrschaften, die den verkauft haben, die hießen dann selber Schiebbäcker. Ja? So, und dann haben wir noch einen dritten drauf, der kommt von ganz weit her. Das ist der Liptauer. Das ist der Liptauer. Der kommt aus dem heute eigentlichen slowakischen Liptau. Das war ein rumänisch-slowakisches Gebiet. Und der ist gewandert, wie so viele Gerichte von uns, die wir im Erzgebirge haben, natürlich aus vielen Gegenden hierher kamen, ist der Liptauer über Österreich, Ungarn nach Böhmen gekommen und von Böhmen ins Erzgebirge. Aber nicht auf unserer Seite etabliert, sondern das ist jetzt erst wieder entdeckt worden. Ja? Und deshalb finde ich es schön, dass ihr das gemacht habt. Dazu gehört ein guter Schnaps. Wir haben hier einen Kalmus, also auch was typisch Erzgebirgisches, aber man kann auch ein Bier dazu trinken. Ja? Das ist also eine Käseplatte unser Erzgebirgisches Dreierla. Und das wird hier bei euch wahrscheinlich auf der Speisenkarte stehen, oder? Das steht bei uns in Zukunft auf der Speisekarte. Und das andere auch. Ja. Wunderbar. Nicht in Zukunft. Es steht schon drauf. Es stand schon drauf und es kommt wieder. Nur im Sommer, weil es dann nicht ganz so gut gegessen wird. Das geht meistens mehr zu den Winter- und Herbstmonaten hin. Gut, dann seid also die Zuschauer recht herzlich eingeladen in den Drakehnerhof. Und wer die Gerichte nachkochen möchte oder sich weiter informieren will, der kann sich demnächst dieses Buch besorgen. Erbgerichte, so wie unsere Sendung heißt. Wo also sächsisch-böhmische Traditionen, Küchentraditionen aufgeschrieben sind. Es ist kein reines Kochbuch, es sind nicht nur Rezepte, aber über 100 Rezepte auch drin, sondern es wird auch die Kulturgeschichte unserer erzgebirgischen Küche dargestellt. Ich danke für Ihr Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Landgasthof und in der nächsten typischen Erzgebirgsgaststätte wieder treffen. Entdecken Sie Rosaxan, wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Früher kannte jeder jemanden, der Kinderlähmung hatte. Damals sind die Menschen an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden. Und jetzt Corona.
Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Informationen erhalten Sie telefonisch über die 116F7 und unter corona-schutzimpfung.de. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Glück auf! Wenn Sie auch zu denen gehören, die ihre Steuererklärung nur in Begleitung einer halben Flasche Whisky oder Ähnlichem machen können und sich freuen, wenn Sie um die 7 Millionen Euro zurückbekommen, dann rate ich dringend zum Steuerberater. Und alle anderen können sich in unseren Steuertipps von eben diesen Experten auch informieren. Jetzt hier im Programm. Der RTV Steuertipp wird Ihnen präsentiert von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Böttges Papendorf Weiler. In Stolberg am Postplatz 1 und in Zwönitz, Lößnitzer Straße 3. Der Steuertipp ist wieder da. Unsere Expertin heute, Kathleen Neukirchner. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Couch. Hallo. Ja, ist eigentlich bequem immer noch, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde es ganz gut, ne? Und wie wir schon mal angekündigt haben, wollen wir uns heute um die Einkommensteuer kümmern, um die Einkommensteuer von 2020. Da wurde ja zwischenzeitlich das dritte Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet, trotzdem noch zwischendrin. Gibt es da was Neues erstmal? Genau, im dritten Corona-Steuerhilfegesetz ist es so, dass letztendlich die Neuauflage von dem Kinderbonus nochmal entschieden worden ist. Also es kommt eine Einmalzahlung von 150 Euro für Familien sozusagen, wird diese ausgezahlt, die im Mai den Kindergeldanspruch letztendlich haben. Da wird es nochmal zu einer Auszahlung kommen. Und es wird aber so sein, dass letztendlich die 150 Euro letztendlich wieder angerechnet werden im Familienausgleichsgesetz quasi. Im Familienausgleich am Ende des Jahres. Wird sich zeigen, ob es angerechnet wird oder ob man quasi überhaupt die Entlastung erhält. Genau. Trotzdem immer schön nochmal informieren, ob das auch weiterhin so Bestand hat, weil es ändert sich ja immer ad hoc. Momentan. So, aber jetzt widmen wir uns wirklich der Einkommensteuer 2020. Vielleicht noch mal ein paar grundsätzliche Dinge. Wer ist denn überhaupt abgabepflichtig? Das hat man zwar immer schon mal, aber manche wissen es trotzdem noch. Richtig, genau. Das ist immer wieder die Frage, bin ich abgabepflichtig oder nicht? Da kann es zum einen so sein, dass letztendlich das Finanzamt auffordert, dann muss ich natürlich die Steuererklärung abgeben. Es kann natürlich aber auch so sein, dass ich letztendlich über den Grundfreibeträgen liege und demzufolge einfach abgabepflichtig werde oder dass per Gesetz andere Bestimmungen vorliegen, dass ich zur Abgabepflicht komme und wiederum kann ich natürlich auch freiwillig letztendlich die Steuererklärung abgeben. Wenn jetzt zum Beispiel Lohnsteuer einbehalten worden ist und ich mit einer Erstattung rechne, dann würde man natürlich auch die Steuererklärung abgeben. Also es gibt doch eine Vielzahl, die da eintreten kann. Genau, ich hatte das letzte Mal schon gefragt, dieses Kästchen, wo man ankreuzen kann, ich rechne mit einer Steuererstattung, gibt es glaube ich nicht mehr. Nein, ne? Das gibt es nicht mehr. Weil ja alles elektronisch jetzt momentan. Es ist doch viel elektronisch dazugekommen, das ist auf jeden Fall so. Genau, und in einer der letzten Sendungen hatten Sie ja bereits angesprochen, dass für das Jahr 2020 viele Arbeitnehmer gegebenenfalls eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Und vielleicht nochmal gefragt, warum ist denn das so? Ja, also das wird auf jeden Fall so kommen. Vom Grunde her haben viele wahrscheinlich nie eine Steuererklärung abgegeben. Mhm. Aber es ist ja so, dass natürlich Corona-bedingt viele Kurzarbeitergeld eventuell erhalten haben oder auch den Verdienstausfall, wenn man jetzt in Quarantäne war, nach dem Infektionsschutzgesetz. Und wenn man da mehr als 410 Euro letztendlich an Ausgleichszahlungen bekommen hat, dann ist es so, dass man halt in die Steuerpflicht rutscht. Also in die Abgabepflicht. In die Abgabepflicht, weil diese Einkünfte dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Also ab 410 Euro sollte man halt nochmal schauen, was man bekommen hat. Das war schon immer so. Da würde jetzt zum Beispiel auch drunter fallen das Arbeitslosengeld, Krankengeld oder halt das Mutterschutzgeld. Also das wäre auch sowas, was darunter fällt. Aber tendenziell wird es so sein, dass wir das Jahr 2020 natürlich mehr eine Steuererklärung abgeben müssen. Und davon abgesehen,
Gibt es aber trotzdem noch weitere typische Beispiele, wann immer eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden muss? Wann ich die abgeben muss, genau. Das ist richtig. Da liegen wir zum Beispiel, wenn man sonstige Einkünfte hat, also Vermietungseinkünfte beispielsweise, wenn die jetzt über 410 Euro sind, dann bin ich direkt pro Jahr oder pro Monat? Pro Jahr. Pro Jahr. In der Abgabepflicht, genau. Oder wer jetzt zum Beispiel sich auf der Lohnsteuerkarte einen Freibetrag eintragen lassen hat, der ist immer abgabepflichtig. Oder wenn ich jetzt die Steuerklassenwahl getroffen habe, 3,5, dann bin ich auch verpflichtet, letztendlich die Steuererklärung abzugeben. Und das wären eigentlich erstmal so die Punkte, die da jetzt sozusagen zum Tragen kommen würden. So, und was ist jetzt mit denjenigen, die nicht gerade Arbeitnehmer sind und deren Einkünfte daher nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegen oder unterlegen haben? Ja. Also zum Beispiel Rentner und Vermieter beispielsweise. Ja. Also hier würde man erstmal schauen, liegen denn die Einkünfte überhaupt über dem Grundfreibetrag? Da liegt wo? Der liegt aktuell bei für das Jahr 2020 bei 9.408 Euro. Mhm. Wenn man jetzt verheiratet ist, verdoppeln sich die Beiträge letztendlich und da muss man halt schauen, liege ich da drüber oder nicht. Wobei man natürlich jetzt nicht gleichsetzen kann, die Einnahmen sind natürlich nicht die Einkünfte, weil es können ja gewisse Abzüge letztendlich zum Tragen kommen. Und jeder, der sich unsicher ist, sollte das einfach für sich prüfen, ob er denn in der Abgabepflicht liegt oder nicht. Insbesondere, wenn man jetzt verwitwet ist, also gerade die Rentner oder Rentnerin, die jetzt sozusagen verwitwet sind, da ist es oftmals so, dass die schon in die Rentenpflicht rutschen, weil natürlich diese zwei Renten bekommen, einmal die eigene Rente und natürlich die Witwenrente. Und da ist der Grundfreibetrag in der Regel direkt aufgespart und den also überschreitet man. Und da rutscht man in die Abgabepflicht. Wegen der Rente in dem Fall. Genau. Und natürlich auch durch die Rentenerhöhung, das ist natürlich immer noch dazu. Oh ja, genau. Dann genau. Manchmal so schnapp ab. Genau, das ist wohl richtig. Ne? Und welche Kosten kann man dann in der Steuererklärung ansetzen? Ja, das ist erstmal, grundsätzlich haben wir die Werbungskosten, Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen und natürlich die normalen Steuerermäßigungen, also das heißt haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen sind das so die typischen Abzüge, die man letztendlich gegensetzen kann. Nachweisbar immer Einkommen. Über den Kontoauszug in dem Fall, ne? Ja, genau. Genau. und welche einzelnen Kosten fallen denn darunter? Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele vielleicht würde ich erst noch mal sagen, also für die Arbeitnehmer haben wir jetzt erstmal den Arbeitnehmerpauschbetrag. Ach so, ja. Der beträgt erstmal 1.000 Euro letztendlich pro Kalenderjahr. Und erst wenn ich darüber hinaus quasi Werbungskosten nachweise, also die darüber liegen, dann kann ich diese einzelnen Kostenpositionen letztendlich ansetzen und die erhöhten Werbungskosten geltend machen. Und darunter wird jetzt zum Beispiel fallen Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte, also die einfache Entfernung. Dann Fortbildungskosten, Reisekosten, was würde mir jetzt noch einfallen? Übernachtungskosten, Fachliteratur, Beiträge zu Berufsverbänden. Mhm. Also die Vielzahl ist da recht groß. Neu hinzugekommen ist natürlich die Homeoffice-Pauschale, die hier 5 Euro pro Tag, maximal 600 Euro beträgt. Die hatten wir ja schon in den letzten Sendungen zumindest mal kurz erwähnt. Mhm. Natürlich auch Kosten für das Arbeitszimmer. Die würden jetzt noch runterfallen oder auch die Verpflegungsmehraufwendung. Und Telefonkosten. Also es ist noch eine viele eine größere Anzahl, genau. Und dann das Honorar für euch als Steuerberater. Richtig, ja, ne? das habe ich jetzt vergessen. Genau. Ja, genau. Ne? Das muss ja auch alles mit angegeben werden, genau. Weil die 1.000 Euro sind irgendwann mal schnell erreicht bei manchen, ne? Wenn man alleine schon einen langen Weg zur Arbeit hat. Ne? Das ist definitiv so. Da ist halt bei zu mir schauen. Zum Beispiel ist es schon genau. So. Wenn natürlich im Homeoffice im letzten Jahr war, das sieht wahrscheinlich etwas anders aus. Da muss man dann halt schauen, was man noch an sonstigen Kosten ansetzen kann. Dann macht sich das 5 Euro pro Tag dann auch nicht mehr aus. Das stimmt, ja. In dem Falle. Sie sprachen von Verpflegungsmehraufwandssätzen, die ab 01.01.2020 gelten. Wenn Sie sagen, die haben sich erhöht, was ist da passiert? Genau, also da ist es so, dass man letztendlich diese erhöht hat, ab dem 1. Januar letzten Jahres bereits. Mhm. Und da ist es so, wenn man halt jetzt die Abwesenheit von mehr als 24 Stunden quasi, wo man halt dienstlich unterwegs war, da darf man halt jetzt die 28 Euro pro Tag ansetzen. Und bei den sozusagen eintägigen Abwesenheiten, wie man so schön sagt, also alles, was über 8 Stunden ist, beziehungsweise der An- und Abreisetag, da sind wir jetzt bei 14 Euro statt bisher 12 Euro. Und dann kam jetzt noch hinzu für die Berufskraftfahrer, die letztendlich jetzt in ihrem LKW übernachten. Da gibt es halt jetzt auch eine Pauschale. Wenn die halt die Auswärtstätigkeit jetzt haben, dann kann man 8 Euro pro Tag ansetzen. Ich weiß gar nicht, ob die das aktuell noch dürfen. Ich glaube, da ist auch mal so ein Verbot in Kraft getreten. Aber für 2020 war das Für 2020 in dem Falle noch. Na gut,
Belege braucht man nicht mehr, oder? Das wäre natürlich schön, wenn man die nicht mehr bräuchte. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass erstmal zum Finanzamt nichts geht. Also wir sind ja in der Belegvorhaltepflicht. Mhm. Das heißt, Belege würden nur eingereicht werden, wenn das Finanzamt sagt, ich möchte jetzt beispielsweise die Dienstreisen jetzt nachgewiesen haben oder möchte halt sehen, welche Belege jetzt vorgelegt werden müssen und die konkret angefordert werden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich die natürlich wegschmeißen darf, sondern ich muss sie zu den Steuerunterlagen aufheben. 10 Jahre wie immer? Nein, 10 Jahre wahrscheinlich nicht, aber man sollte es natürlich erstmal so lange aufbewahren, letztendlich wie die Einspruchsfrist ist, beziehungsweise wenn ich natürlich vielleicht schon noch in einem Klage- oder Einspruchsverfahren bin, dann sollte ich die so lange aufbewahren, bis letztendlich der Vorgang abgeschlossen ist. Genau. Bis ein Ergebnis auch wirklich vorliegt. Das ist so richtig, genau. Das kann ja manchmal auch Jahre dauern. Ne? Weil das dann geht kann es hin manchmal und länger her. Dauern, ja. Ja, genau. Also Belege immer schön aufheben, ne? Am besten im Schuhkarton, ohne Licht. Ne? Ich würde den Ordner nehmen, ja. Manche stecken die ja dann in so diese Folien rein und das ist ja auch nicht gut für diese Thermopapierbelege. Ja, Thermopapier ist ja also immer so ein Thema, da soll man lieber nochmal kopieren, weil das ist irgendwann weg, genau. Ja, genau. Aber ist es richtig, dass viele Sachverhalte bereits elektronisch übermittelt werden, die man nicht nochmal angeben dem muss? Dem ist so. Also es gibt ja, also da ist immer Stichtag der 28.02. des Folgejahres, also jetzt dieses Jahr ist es schon durch. Dann ist es so, dass die Institutionen, also die Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung und natürlich auch die Arbeitgeber letztendlich dem Finanzamt bereits die Beiträge melden und auf den Datenpool kann letztendlich das Finanzamt zugreifen. Theoretisch würden diese Felder nicht mehr gefüllt werden müssen durch den Steuerpflichtigen, aber der Steuerpflichtige will ja wissen, was letztendlich rauskommt, ob eine Nachzahlung entsteht oder eine Erstattung. Von daher trägt man sie trotzdem ein, um natürlich zu sagen, wo liege ich denn jetzt bei meiner Steuerlast oder bei meiner Steuererstattung? Theoretisch könnte ich sie weglassen. Da ist so ein kleines E-Feld drin, das heißt, die werden übermittelt quasi in dem Bogen. Wenn man seine richtige Steuernummer angegeben hat, ist ja auch nochmal wichtig, ne? Und wie lange gilt jetzt die Belegvorhaltepflicht? Also das heißt, wir hatten es ja fast schon beantwortet. Genau, wir hatten das jetzt schon ganz kurz erwähnt, also wie gesagt, bis der Einspruchsfrist, aber es gibt natürlich auch gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten. Das würde jetzt für die Handwerkerrechnung letztendlich gelten. Die sind immer 2 Jahre zum Ende des Jahres quasi aufzuheben und da bin ich in der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. Also die 2 Jahre habe ich immer für die Handwerkerleistungen, wo ich diese aufheben muss. Genau. Gut, dann müssen wir eigentlich nicht nochmal viel noch dazu erläutern, aber es gibt ja immer den Fakt, der Teufel steckt im Detail. Ja, und irgendwann hat man dann doch nochmal eine Frage und zu einigen Details hatten wir uns ja schon mal verabredet hier. Wir haben in diesem Jahr nochmal ein paar Informationen weitergeben und auch ein bisschen detaillierter beschreiben. Vielen Dank aber bislang unserer Steuerexpertin Kathleen Neukirchner und Ihnen alles Gute. Danke, viel Spaß bei den Corona-Hilfen, da ist ja bestimmt immer noch in der Bearbeitung alles. Definitiv, ne? Ja. Und das wird uns noch eine gewisse Zeit, sage ich mal, auf Trab halten. Dirk Vettermann beim letzten Mal hatte gesagt, es kann schon mal so ein Tag oder anderthalb Tage ins ein Land Tag gehen. Ein Tag geht mindestens, ja. Für einen Antrag? Für einen Antrag, ja. Bei? 1 bis 1,5 Tagen. Bei Überbrückungshilfe oder? Überbrückungshilfe 3, genau. Ja. Gut zu tun. Kann man so rechnen, genau. Ja. Die Steuerberater wird nicht langweilig. Haben es auch nicht einfach in dem Fall. Also vielen Dank, gut, gerne, dass es euch gibt und alles nochmal nachzuschauen bei uns in der Mediathek erztv.de oder auch bpw-online.de auch mit den entsprechenden Unterlagen dazu. Also bis bald. Der erztv Steuertipp wurde Ihnen präsentiert von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Böttges Papendorf Weiler. In Stolberg am Postplatz 1 und in Zwönitz, Lößnitzer Straße 3. Wir hoffen, Sie wissen nun Bescheid. Es gibt ja viele Gründe, mal am Ende zu sein. Unserer ist einfach, alle Beiträge sind gesendet und die Zeit gibt's auch her. Darum schön, dass Sie mit uns diese Stunde verbracht haben. Mehr von uns wie immer auf erztv.de und unseren Social-Media-Kanälen. Die Nachrichten wieder zur nächsten vollgeraden Stunde und wir sagen jetzt Tschüss. Glück auf und bleiben Sie gesund.